Was? Du hast die Schatzkarte in den Klo runtergespült? Das kannst du doch nicht machen, sowas. Ich habe den Klo runtergespült? Aber ich gebe nicht auf. Dann landet sie auf der Müllkippe der Forschungsanlage in der Nähe. Wenn du dich beeilst, findest du sie vielleicht. Ernsthaft? Ja. Denk doch mal an die Reichtümer, wenn da wirklich was dran ist. Ich aktualisiere jetzt dein Echo. So, frieren wir eben mal ganz kurz den Dahlfighter ein und damit darf ich euch auch herzlich willkommen heißen. Ist das eine weiße Waffe? Ne, das ist ein Schild. Egal. Ja, für $59 zu verkaufen. Naja, gibt's Besseres, aber okay. Neue Folge Borderlands, The Pre-Sequel. Und wir sind ja immer noch auf der Schatzsuche. Und da unten liegt das Ziel unserer Bedürfnisse. Oh, das ist nicht unsere Schatzkarte. Krabb weiter! Hier drüben? Und was ist... Ach, und diese Gummiente. Das ist doch... Da ist so eine Claptrap-Einheit drin. Ein bisschen harte Arbeit macht uns doch nichts aus, oder? Du musst ja nicht reinfassen. Komm her, du kleiner dummer Drecksack. Komm her! Los! Trau dich! Wie er feige... Ohne Witz, wie er feige da oben... Oh, Moment. Saueres Döf. Oh, habe ich da eine weiße Waffe liegen lassen? Aber warum? Ah, ey. Jetzt kommen auch noch voll Drogschnitter hier vorbei. So, wo ist jetzt der... Egal, scheiß drauf. Wir haben hier einen Schatz. Wir müssen graben. Und du hast jetzt ein Problem, weil da, wo du dich gerade hinmanövriert hast, das war eine Sackgasse für dich. Treasure, oh mein Gott. Die kennen wir doch auch schon. Nein. Ich habe nicht mehr viel Munition, ehrlich gesagt, von denen hier. Deswegen... Ah, ihr Höllenkreaturen! Warum kann ich euch nicht einfach wieder dahin schicken? Leichten Fußes, wo ihr hergekommen seid. Ich glaube... Warte mal. Oh, wow, die verteilt sich aber heftigst. Habt ihr gerade die Granate gesehen, wie sie in ihre... Was waren es? Glaube ich, ja, 8 oder 7 Bomblets sich zerteilt. Haben wir es so gut wie geschafft. Da, wo das X ist, wirst du fündig. Gold, Juwelen, tonnenweise Bling. Wir werden stinkreich sein. Nicht, dass ich vergesse, wo mein Schatz versteckt ist. Ich habe das Versteck auf meiner Schatzkarte mit einem X markiert. Ich hoffe bloß, dass das keiner findet. Das wird mir alles versauen. Gerade des verlorenen Enthusiasmus. Naja, der Enthusiasmus, der lebt gerade erst auf, ehrlich gesagt. Großen Bersten von Elvis zu verkrümeln. Eine schreckliche Zeit war das. Der ganze Mond fiel auseinander wie ein faules Ei. Jeder hat jemanden verloren. Auch ich. Und irgendwo hier soll jetzt ein X sein. Ich weiß noch nicht genau wo. Wir werden sowas sicherlich gleich finden. Hoffe ich zumindest mal. So, erstmal meine Anhängsel loswerden. Spuckt mich hier an, die kleine Drecksau. So, oh, eine blaue Sniper. Warte mal ganz kurz, da werden wir gleich mal nachschauen. Yes! Drecksau! So, eine blaue Sniper. Ne, das ist eine MG. Ja, die ist aber scheiße. Feuerschaden hin oder her. So, noch irgendwas? Nein. Da unten ist eine Königin, aber mit der legen wir uns jetzt nicht an. Ich will das X finden und zwar bald. Oh mein Gott.
irgendwo hier. Hat es jemand ebenfalls gesehen? Da drüben. Da könnten wir eigentlich sogar hinfliegen mit einem Fahrzeug, mit einem Stingray. Alter Falter. So, Flakgeschütz. Nein, wir nehmen lieber das. Ich finde Eis. Ich finde Eis hier bei Worlds of the Pre-Sick Wheel. Ich finde es echt eine coole neue Erfindung. Also jetzt hier drin. Hä? Ist das alles? Ein Haufen Felsbrocken? Ich verstehe. Wir müssen da durch. Ich hab's. In der Hydro-Dingsbum-Station gibt's bestimmt ein paar Knallfrösche. Wenn du da mal schnell welche stibitzen gehst, sind wir in 0,0 wieder hier. Jetzt soll ich wieder rüber? Okay, die Frage ist nur, wie kommst du denn hier am ungefährlichsten wieder zurück? Weil ich glaube, hier rüberfliegen, das wird tödlich. Das ist doch zum Mäusemelken. Hier hinten rum geht's, glaube ich, nicht. Nein, das sollten wir tun, nichts bleiben lassen. Okay, pass auf. Wir versuchen es mal. Ich denke allerdings nicht, dass es funktionieren wird. Und ab geht's. Yay! Naja, halbwegs. Immerhin sind wir nicht... Alter, das ist doch... So, holen wir uns ein neues Fahrzeug. Ups. So, wir sollen irgendwo da hinten hin. Okay, jetzt kriegt die Torkönigin doch noch eins auf den Deckel drauf. Geh drauf, alte Pissnöcke. Warte mal, da ist ein Mondstein. Den muss ich auf jeden Fall mitnehmen, den werde ich niemals hier liegen lassen. Und weg hier. So, irgendwo da hinten hin, glaube ich. Richtig? Wenn ich das richtig sehe, irgendwo hier hinten hin. Ja, das sieht gar nicht mal so falsch aus. Ah, I see. So, warte mal ganz kurz. Erstmal... Was passiert? Tja, keine Ahnung. Oh, ich krieg Besuch. Gut, waren da nicht, Automaten waren da, glaube ich, jetzt gerade nicht. Finde Sprengladungen. Wir müssen 3 Sprengladungen finden. Noch habe ich keine gesehen. Gut zu Ihnen, dass Sie das so nennen. Nee, so funktioniert das nicht, mein Freund. Und Kupferstecher. Yes. Ja, wir werden gleich irgendwo Sauerstoff holen. Zuerst aber... Hier. Nee, das hier brauchen wir nicht. Habt ihr irgendwo Sprengstoff gesehen? Ich bis jetzt ehrlich gesagt keinen. Yeah! So, oh, ein Badass, ein kleiner, süßer Badass. Und ein gepanzerter Outlaw. Bringt ihm allerdings nichts, wenn er mit Eis behakt wird. Ebenfalls der Badass. Oh, warte mal, was hat er da fallen lassen? Penis! Ne. Episches Kinnanpassung. Haben wir noch Kinnanpassung? Oh meine Güte. Für die Gladiatorin. Für den Stingray. Und für... Oh, den haben wir bereits freigeschaltet. Na gut, dann... mal gucken, ob wir die Epische hier auch schon freigeschaltet haben. Wenn ja, dann können wir sie für teuer Geld verkaufen. Nein, haben wir nicht. Markant, Amarant. Und irgendjemand düst hier noch um. Ah... Wieder so
Ein Kampfkreuzer, der nicht mehr lange... Naja, ihr wisst schon. Komm zu mir! So, oh mein Gott, wie sieht's denn hier aus? Nochmal einer. Ah, oh, die lernst halt aber auch nie. So, wo ist denn jetzt? Wir brauchen Sprengstoff. Sprengstoff. Hier drin vielleicht? Yes. Okay, bring die Sprengladungen an und dann renovieren wir ein bisschen. Du willst renovieren, aber ich habe doch heute meinen arbeitsfreien Tag. Da renoviere ich doch nicht. Gut. Raus zu Stingray. Zurückfliegen. Und was ist heute wieder? Es ist natürlich Montag. Der Grauen eines jeden Arbeitnehmers. Aber wir müssen da ja durch. Irgendwie müssen wir ja unser Geld verdienen. Und naja. Irgendwie schafft man es halt dann doch immer wieder. Oh, genau so. Perfekt. Jetzt ist Zahltag. Öffne den Bunker. Da wird bestimmt nur Schwachsinn drin sein, ganz ehrlich. Von wegen so Schatz. Den einzigen Schatz, den es gibt, der lebt an meiner Seite. Ansonsten... Okay. Ich wusste es. Dieser Adams war ein Gift. Oh, das wird der Beginn von etwas ganz Wunderbarem. Mondsteine? Meinst du, dass da auch Mondsteine drin sind? Wahrscheinlich eine Bazillion davon. Wie wohl eine Bazillion aussieht? Ich hab da so meine Befürchtung. Betritt den Bunker und... Das erinnert mich irgendwie an die Unterkunft von Tina im Borderlands 2. Ich weiß gerade nicht, aber das sieht doch irgendwie... Nur halt ohne die Treppen und so. Ich weiß ja, Rabbit Adams Schatzkammer. Und überall so komische Zeichnungen, mittlerweile auch an den Fußböden. Sie kommt zurück. Was? Wer kommt zurück? Rabbit Adams. Hauptag, keine Ahnung, so und so viel. Allein seit der Mond gesprengt wurde. Sie dachten, ich wäre abgehauen, aber ich bin stattdessen hierher gekommen. Hab alles mitgenommen, was mir auf diesem Mond lieb und teuer ist. Mich. Verrückt wäre ich, haben sie gesagt. Aber ich bin derjenige, der noch lebt. Und ich bin derjenige, mit dem all diese coolen, imaginären Leute abhängen wollen. Letzte Nacht war sie wieder da. Sie hat an meinem Ohren gescharrt. Lass mich rein, sagte sie. Geh weg, sagte ich. Ich rede nicht mit imaginären Leuten. Oh, ich bin nicht imaginär, sagte sie. Ich bin Eliza und ich suche nur den Weg nach Hause. Darauf ich, in diesem Fall, weil das ist nicht hier, die erste links und dann geradeaus bis, mir doch egal. Ganz schön trickreich, mein Gehirn. Will, dass ich verrückt werde. Aber daraus wird nichts, nicht wahr, Eliza? Eliza? Ein ungewöhnlicher Name in dieser Gegend. Sieh dich in dem anderen Raum um. Dort gibt's bestimmt was zu holen. Was du findest, kannst du behalten. Ich bin großzügig drauf. So, du bist Schatz, auf den ich spekuliert hatte. Also großzügig drauf. Naja, Moment. Achso, das ist nur Munition. Pfui, Leibe. Ja, ich hab's so gesagt, es wird nicht der große Schatz sein, den er sich erhofft hat. Aber meine Güte, es gibt Schlimmeres. Wir sind am Leben. Wir können fliegen. Moment. Ja, von wegen so, wir können fliegen. Warte mal, wir müssen hier rüber. Da, wo wir gerade eben auch rüber geflogen sind. Und ab geht die Luzi. Perfekt. So, nach oben, neues Fahrzeug holen und zum Ausgangspunkt und die Quest abgeben. Das wird auf jeden Fall... Okay, jetzt ist das Inventar wieder voll. Das wird auf jeden Fall spawnen. So. Naja, die letzte Tat im Prinzip sein. Wo soll ich hin? Ich soll da hinten hin. Okay, dann werden wir das mal tun. Ich glaube, das ist das... Der gleiche, ist es der gleiche Ort wie gerade eben? Werden wir gleich mal sehen. Muss ich schauen.
Das wird eigentlich auch das Ende sein von dem... Hier ist noch Mondstein. Entschuldige, aber ich muss hier aussteigen. Auch wenn ich da gerade einiges riskiere. Ja! So, wo ist mein Gefährt? Ach, da. Komm. So, jetzt reiner und weiterfahren. So, schnell. Weg hier. Hier haben wir nichts mehr zu schaffen. Aber ist es richtig? Ja, prinzipiell schon. Naja, wir haben ja keine andere Chance. Wir müssen ja hier durch. Da oben ist immer noch... Oh, da oben ist immer noch dieses andere Kraftfeld, ne? Was wir ja, glaube ich, bis heute nicht öffnen konnten. Nee, komm schon. Oder irre ich mich da gerade? Haben wir das schon mal geöffnet? Nein, eigentlich nicht. Nicht, dass ich wüsste. So, was haben wir hier? Ja. Das hier muss natürlich weichen. Und zwar würde ich dann sagen, schmeißen wir vielleicht die hier weg. Einmal die hier. Die weißen Waffen, die müssen halt auf jeden Fall mit. Da kannst du machen, was du willst. Und... Wo ist hiervon die Energieversorgung? Genau, das war das, was wir schon mal verfolgt hatten, wo ich aber, glaube ich, nie dahinter gekommen bin, wo da die Energieversorgung sein soll. Man sieht, glaube ich, auch, ich weiß gar nicht, es geht doch auch kein Kabel hier weg. Egal. So, Sauerstoff ein bisschen mitnehmen. Wir gehen weiter und geben die Quest ab. Vielleicht kommen wir noch irgendwann drauf, ich weiß es nicht. Heute wird es jedenfalls nicht sein. Ach ja, ich sag ja, Borderlands ist so eine Klasse. Ich finde es gut, mit dabei zu sein. Es gibt Leute, die sagen, die ja, denen gefällt The Pre-Sequel beispielsweise halt überhaupt nicht. Ich finde es ehrlich gesagt klasse und ehrlich gesagt, ich würde auch nicht fehlen wollen hier drin jetzt. Von daher spalten sich da die Meinungen, aber ich glaube, das ist irgendwo auch bei jedem Spiel so, oder? Ich meine, es gibt immer Leute, denen gefällt es und es gibt Leute, denen gefällt es halt in Gottes Namen nicht. Und so ist es halt nun mal auch hier. Naja. Wir geben die Quest ab, liebe Leute. Ich verabschiede mich für heute. Und wir sehen uns, würde ich sagen, morgen wieder. Oh nein, Moment, ein Raketenwerfer. Den nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Im Zweifelsfall verkaufen wir. Kennst du Pickles seit langem von Mrs. Schwester finden? Ich also nach dem großen Wersten bin nur noch ich übrig. Aber da triffst du diesen Irren, Rabbit Adams. Und er lässt den Namen meiner Schwester fallen. Ich hatte gedacht, Eliza wäre mausetot. Anscheinend nicht. Aber sie ist ein ziemlich zartes Pflänzchen. Und ich glaube, ohne meine Hilfe hält sie hier nicht lang durch. Ich gebe dir ihren angeblich letzten Aufenthaltsort auf dein Echo. Merci, wird mir sicherlich behilflich sein, sie zu finden. Ich bin aber dennoch trotzdem erstmal weg und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Mach's gut, Tschüssikowski.